Jö, dann mal auf. Die Schulterpanzer sehen echt ganz schön übertrieben aus. Oh ja, auf in die Kanalisation. Wo war die Kanalisation? Genau hier unten Mitte. Jo, war sie, sehr schön. Also hier rein, dann links, oben links oder so ähnlich. Also jetzt oben. Und dann einmal hier rüber. Ja, hopp. Au. Also müsste ich hier gleich oben mittig das Portal sein. Genau. Und da waren mehrere Feuerelementare. Da ist so ein Feuerschwert nicht die beste Wahl, ja? Aber was soll's. Das war knapp. Immer schön dran denken, da unten ist Lava. Das ist instant tot. Also nicht aus Versehen irgendwas. Oh oh. Die waren irgendwie doof. Weiß ich noch. So. Hops. Oh, nein, nein. Vielleicht mit dem Bogen abschießen, ne? Wo tauche ich auf? Ah, hier, sehr schön. Oder haben wir ein Feuerimmunitätsdingens? Feuerimmunität. Ja, das spreche ich doch gleich mal. Also nicht gleich im ersten Raum, sondern in dem zweiten, wo diese komischen Kugeln kommen. Weil hier kann ja nicht so viel passieren. Außer ich bin zu ungeduldig, ich werde von einem Wurm angestupst und fall runter. So, also Feuerimmunität benutzen. So. Das heißt, die Würmer können mich immer noch runterschubsen durch Körperkontakt. Aber alles andere dürfte ich eigentlich ignorieren können. Kann ich nicht. Weil der Zauber schon vorbei ist. Und Schwefel. Das wäre einfach. So, wo wir hier sind, immer wieder abspeichern. Und jetzt müssen wir zurück zu der goldenen Box ganz oben links auf der Karte. Also hoch, hoch. Hier rein. Hoch, hoch links oder links hoch, hoch. Links hoch, hoch ist, glaube ich, schneller. Jetzt, wo wir die Tür aufgemacht haben. Zing, zing. Oh, dong, dong, dong. So, einmal noch hoch. Und unten sind keine Schleime. Seht ihr das? Kommen erst jetzt durch was auch immer. Ach, die blubbern einfach aus den Reagenzgläsern da raus. Okay. Dachte irgendwie, das machen die Professoren. Aber na gut. Gib mir deinen Zauber. Alle Komponenten wurden vereinigt. Lass die Macht der Alchemie den Stein der Weisen erschaffen und dir das Wissen zum Verständnis der alchemistischen Texte gewähren. Magie der Veränderung. Zack. Was haben wir da? Erhöht deine Stärke. Macht damit deine Angriffe damit mächtiger. Oh, das klingt sehr gut. So. Dann setzen wir dich doch mal auf die 6. Damit, falls ich mich verklicke, nicht so was Schlimmes passiert. Und jetzt Karte. Jetzt könnten wir hier nach rechts gucken, ob das geht. Und sonst müssen wir zu den Hallen der Entmannung. Wo auch immer die waren. Da. Aber nee, erstmal hier hin. Dann diesmal oben in die rechte Tür. Genau hier. Und dann einfach rechts den Gang lang gehen. Ding. Wir kommen sogar weiter. Ha. Und eine neue Quest und einen Stachelraum. Ein Fluchtversuch. Nicht rufen, Wärter höhnen. Du auffliehen.
Nö. Nicht wirklich. Hör mir zu, mit der Kugel an deinem Knöchel wirst du nicht weit kommen. Ja, ich weiß, ich brauche Hilfe. Betrachte es als erledigt. Ich hacke deinen Fuß ab und nehme die Kugel. Wo ist meine Axt? Nein, nicht abhacken Fuß. Ich blute aus und tot. Das ist ganz richtig. Du übertreibst. Keine Bange. Ich benötige nur einen Hieb und schütte dann Alkohol drauf, um den Stumpf zu desinfizieren. Solltest ihn eher abbrennen, aber gut. Warte, es gibt einen anderen Weg. Hinter der Tür im Loch? Das da? Gibt es einen Schlüssel, der die Ketten öffnet? Die da, an den ganzen Stacheln vorbei. Das ist zu weit, ich schaffe den Sprung nicht. Tür hier geht zum Durchgang, der zur Tür im Loch führt. Wenn du Schlüssel holst, dann ich gebe Magie. Okay, ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich schätze, ich muss durch die Tür gehen, um die andere Seite zu erreichen. Ich komme bald mit dem Schlüssel zurück. Halt meine Magie bereit. Die Option, seinen Fuß abzuhacken, fand ich besser. Diese Seite an dir kenne ich gar nicht. Zera, ich habe ihn veräppelt. Ja, klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Secret? Nö. Zwei, drei Türen. Und was hat es mit dieser komischen Etage unter dieser Etage hier auf sich? Naht! Okay. Nicht die mittlere Tür. So, Text wegklicken. So. Genau, die Etage hier rechts. Oder kommen wir wohl gleich hin. Also die mittlere Tür war es nicht. Ich nehme jetzt mal die rechtere, weil die weiter rechts rauskommt. Nö. Oh, bleiben unsere Leichen da liegen? Okay. Bleibt nur noch eine Tür. Oh, das ist jedes Mal eine neue. Das wäre auch nicht schlecht. Dass er da so speicherstandübergreifend sich irgendwie merkt, dass wir schon in die und die reingegangen sind. Bleibt jetzt wirklich nur die linke. Komisch. La. So. Kein Secret. Oh, warte mal. Kann ich auf einer Leiter eine Schriftrolle sprechen? So eine Phasentür zum Beispiel. Nein, kann ich nicht. Also in der sind wir garantiert eben gerade gestorben. In der bin ich mir ziemlich sicher auch schon. Und der hier auch. Guck mal, ob hier irgendwo eine... Aha! Genau. Aber wir hatten ja schon mal gelernt, dass es unsichtbare Türen gibt. Nämlich bei... Oh, wo war das? Zwischen diesen Kerzen. Und hier kommen wir wieder zurück. Also im Nekromantenbereich zwischen den Kerzen der vierten und der sechsten oder irgendwie so. Bitteschön. Zera, sieh gut hin. Ich gebe dir eine Lektion, wie man jemanden verarscht. Schau, wie ihr Angst kriegt. Ich konnte den Schlüssel nicht holen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss deinen Fuß abhacken. Versuche nicht zu schreien. Wir wollen doch nicht, dass der Wärter uns hört, okay? Nein, nicht abhacken. Ich mache nur Spaß. Ich habe den Schlüssel hier. Gib mir die Magie und ich befreie dich. Ich verstehe nun. Um jemanden zu verarschen, muss man böse und unbarmherzig sein. Da sagst du ein wahres Wort, Zera. Unser Held ist ein Arschloch. Rolle Waffenverbesserung. Darf ich jetzt dreimal sterben? Ich weiß ja nicht. Oh, wir sind wieder in einem Skelettbereich. Kann man die Kette mitnehmen? Nö. Zing. Aha. Oh, ein Kessel. Ist ja nicht so, dass wir gar keine und wirklich gar keine Tränke mehr sprechen können. Trank der Gigantenstärke. Hä? Ach, wir haben immer noch die Rezepte. Das ist ja fast wie Cheaten, oder?
Das heißt, hätten wir jetzt erst ganz am Ende diese Wiedergeburt gemacht und hätten uns vorher alle Rezepte gekauft, dann könnten wir trotzdem alle Tränke herstellen. Nicht, dass ich sowas machen würde, das ist ja absolutes Powergaming, aber theoretisch ging es wohl. Schwert? Nee. Zack. So, Licht an und da oben ist wieder eine Tür mit einem Schlüssel. Nur sind wir auf der falschen Seite der Tür. Okay. 10. Jo, definitiv falsche Seite. Da kommen wir her aus dem grauen Bereich, irgendwo nach oben. Aber diese Lila-Dinge bedeuten, glaube ich, dass man nur von oben nach unten kann und nicht andersrum. Du stirbst. Jetzt. Also zurück nach oben und da fehlt irgendwo noch ein Licht. Und danach können wir die Hallen der Entmannung. Also in die Hallen. In demselben Feld, wo auch das mit der Entmannung war. So. Er hat ein bisschen was von einem Marienkäfer, wenn er so noch von uns wegguckt. Mit den Schulterpanzern. Oh. Es geht ja noch weiter hoch hier. Okay. So viel zu den Hallen. Erstmal gucken wir uns natürlich hier zu Ende um. Wir wollen ja alles ausleuchten und so. Secret? Orangene Raupen. Tank, 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 Tank. Kein Secret, kein Secret. Tank. So, ein paar Würmchen noch. Oh. Aber so wirklich viel kann ja eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Genau. Alle Lichter angezündet. 80 Münzen. Ja, nee, dafür hat sich das nicht so ganz gelohnt. Aber... Nee. Da kommen wir nur von der anderen Seite durch und da kommen wir auch nur von der anderen Seite durch. Ja, sehr schön. Shift 1. Speichern. Und... Jetzt zu den Hallen. Das... Ja, von da ist ein dicken Kürzer. Ich muss nur rausfinden, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo... Ne, da waren die Minen. Da müsste es ja da oben rechts sein. Wir haben übrigens nur noch zwei Bereiche, wenn ich das richtig sehe. Also eins von den beiden werden die Hallen sein. Ich nehme mal hier unten. Oh, die sind richtig. Hallo, Ox. Ihr seid die Synchron. Warum hältst du so viel aus? Verdammt. Ah, Ohrklauer. Das brauchen wir auch für irgendwas. Zack, Ohrklauer. Edward Scherenhände. Oh, zum Geier war Edward. Na gut, gehen wir erstmal hier weiter. Zip, 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 zip. Oh. Töten.